Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute reden wir über die zwei neuen Champions, die im September in Sturm der Superhelden eingeführt werden. Und zwar geht es um Omega Red und Emma Frost. Wir wussten ja schon, dass es um Mutanten geht, da wir die Danger Rooms haben und die stark auf die X-Men hingedeutet haben. Und im 20.0 Update-Video von Kabam haben wir jetzt auch tatsächlich die zwei Charaktere bestätigt. Und ein bisschen was zu ihren Fähigkeiten erfahren. Wir fangen mit Omega Red an. Omega Red ist ein relativ unbekannter Mutant, der eigentlich früher hauptsächlich ein Gegner von Wolverine war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er tauchte mal im X-Force-Team auf, aber seine Comic-Geschichte ist eher nicht so populär. Er ist ein Mörder, der von der sowjetischen Regierung und vom KGB ausgestattet wird mit so Carbonadium-Tentakeln, die aus seinen Armen kommen. Carbonadium ist so ein bisschen ähnlich wie Adamantium. Adamantium kennt ihr ja von Wolverine, das ist das Zeug, was ihm auf Skelett gemacht wurde, woraus seine Krallen bestehen. Und Carbonadium ist sowas Ähnliches, das ist ein bisschen flexibler in der Verarbeitung. Erinnert ein bisschen an Whiplash, falls ihr Iron Man 2 noch kennt. Whiplash ist da wahrscheinlich dann eher ein bisschen bekannt als Omega Red. Ja, gut. Im Spiel hat Omega Red wahrscheinlich ein paar interessante Fähigkeiten. Und zwar sieht es so aus, als hätte er so eine Aura, wie wir das von Mephisto kennen. Nur dass die von Mephisto halt dauerhaft aktiv ist und ihr Schaden bekommt, wenn ihr neben ihm steht. Und bei Omega Red ist es wohl eher sowas wie ein passiver Effekt, dass wenn ihr zu nah an ihm, zu lange an ihm dran steht, fangt ihr an, Schaden zu nehmen. Er hat außerdem scheinbar auf der ersten und der dritten Superkraft einen Kraftraub, einen Lebensraub, sowas wie Rogue, vermute ich mal, und scheint im Allgemeinen ein eher offensiver Charakter zu sein. Wir werden ihn wahrscheinlich in der aktuellen Mission sehen. Also ich gehe mal davon aus, wir bekommen ja am 5. September die neue Event-Quest. Und ich vermute mal ganz schwer, dass wir Omega Red und Emma Frost in beiden Missionen sehen. Wir werden beide Champion in der Mission sehen. Ich bin halt ein bisschen verwirrt. Ich weiß auch nicht, was halt los ist. Und da werden wir dann mehr zu den Fähigkeiten sehen. Wahrscheinlich wird er relativ nervig zu kämpfen, eben wegen seiner Aura, die Aura-Passiv-Effekt, wie auch immer das dann am Ende gehandhabt wird. Ob man das umgehen kann und wenn ja, wie, das wird sich dann zeigen, wenn wir die Mission tatsächlich spielen können. Als zweites, nein, ich muss noch mal ganz kurz zurück. Interessanterweise kam Omega Red tatsächlich schon mal in dem Film vor. Und zwar ganz kurz in Deadpool 2. Wenn ihr euch noch dran erinnert, gibt es im Deadpool 2 die Icebox, wo die ganzen gefährlichen Mutanten drin sind. Und da ist Omega Red auch. Wirklich viel Screentime hat er allerdings nicht. Also man erfährt nicht, wenn man nicht weiß, dass er dort vorkommt, dann übersieht man das komplett. Gut, kommen wir zu Emma Frost. Emma Frost scheint ein bisschen der interessantere Charakter zu sein. In den Comics ist es so, Emma Frost ist eine Mutantin, die sehr alt ist, die aber auch sehr mächtig ist. Und im Prinzip hat sie zwei Fähigkeiten. Sie hat Telepathie, also das kennen wir von Charles Xavier. Und sie ist ein Omega-Level-Mutant, das heißt, sie ist eine der stärksten Mutanten, die es im Comic-Universum momentan gibt. Also sie kann problemlos mit Charles Xavier mithalten, das ist überhaupt gar kein Problem. Sie ist mal böse, mal gut, ja, das variiert immer. Meistens ist sie aber eher auf der dunklen Seite der Macht unterwegs und es liegt eben daran, dass sie, als sich ihre Mutantenkräfte entwickelt haben, beziehungsweise im Allgemeinen war sie ein sehr unsoziales Kind und hatte nicht wirklich viele Freunde. Sie war so eine Außenseiterin, war dann depressiv, hat dann ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, ist also so ein bisschen in die kriminelle Szene abgedriftet und sie ist sehr kaltherzig und ihr geht es eigentlich immer nur um sich selber, nicht um andere. Also so wird sie in den Comics dargestellt. Sie ist also meistens eher Bösewicht als tatsächlich Antiheld. Gut, dann
haben wir jetzt gerade schon über die telepathischen Fähigkeiten gesprochen. Sie hat nochmal eine Fähigkeit und das ist ihre Diamantform. Also das ist, sie hat eine zweite Mutation und kann in ja, kann also ihren Körper in Diamant verwandeln. Das ist ähnlich wie bei Colossus. Also falls ihr Colossus außerhalb von Stimme der Superhelden kennt, Colossus kann normalerweise auch wechseln zwischen seiner normalen Haut und seiner Metallhaut. Sie kann das auch. Allerdings kann sie, wenn sie in ihrer Diamantform ist, ihre Telepathie nicht einsetzen, ist aber immun gegen andere Telepathen. Ist ganz interessant, wird aber, ich weiß nicht, ob das im Spiel fürs Spiel tatsächlich irgendwie relevant ist. Ja, auf jeden Fall sind das die Fähigkeiten. Wir haben Emma Frost schon im Kino gesehen, und zwar in X-Men Erste Entscheidung wurde sie von January Jones gespielt. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig im Kopf. War allerdings eher nicht so der Burner. Aber das, darum geht es ja auch gar nicht so. Es geht ja um das Spiel. Und zwar hat sie im Spiel interessante Fähigkeiten. Sie erhält beide ihre Fähigkeiten, also sie erhält die Telepathie und die organische Diamantform. In der organischen Diamantform ist sie scheinbar immun gegen so ziemlich alles, was es an Debuffs gibt. Das heißt Blutung, Gift, Einäschern, keine Ahnung, vielleicht sogar gegen Kälte, also gegen Kälteeinbruch und so Zeug. Wir wissen es aber nicht, wir werden es dann erst sehen. Im Ankündigungsvideo bzw. im Update-Video hieß es, die ist immun gegen so ziemlich alles, also gehe ich mal davon aus. Viel interessanter ist allerdings dann ihre, sind ihre telepathischen Fähigkeiten. Und zwar kann Emma Frost, wenn sie ein Special einsetzt, also eine Superkraft einsetzt, die Steuerung des Gegners umkehren. Wenn ihr das Thanos-Event gespielt habt, also das Infinity War-Event, dann kennt ihr das. Also wenn ihr dann praktisch nach rechts swiped, dann wird euer Charakter zurückweichen und wenn ihr zurückweichen wollt, dann greift er an. Das dreht sich um. Allerdings nur für die Dauer von dem Special. Also die Dauer ist nicht relativ lang, also ist nicht lang. Die Frage ist, wie sich das auswirkt, wenn ihr gegen die KI spielt. Also wenn ihr mit Emma Frost spielt, ob die KI dann nur verwirrt dasteht oder was da passiert. Meistens ist es ja der Fall, dass man nicht wirklich weiß, was die KI zurzeit so treibt. Wie sich das da auswirkt, wird sich zeigen. Da können wir jetzt momentan noch nicht so viel dazu sagen. Sie wird allerdings vermutlich sowas haben wie ja, ich sage jetzt mal sowas wie Iceman mit also einfach unvermeidbaren Schaden. Sowas, Iceman hat ja seinen Kälteeinbruch zu Beginn des Kampfes und vermutlich wird Emma Frost sowas auch haben. Das würde ganz arg, da gibt es ganz viele Gerüchte darum, ob es stimmt. Kann ich jetzt natürlich auch nicht bestätigen, das werden wir dann erst sehen, wenn es soweit ist. Im Allgemeinen scheint Emma Frost ein übertrieben guter Verteidiger zu sein. Capcom hat ja momentan so ein bisschen die Angewohnheit, übertriebene Verteidiger ins Spiel zu bringen, mit Iron Man, Infinity War, Domino und Korg, und ich denke, da passt Emma Frost dann einfach wunderbar dazu. Schmeißen wir die doch auch noch rein, machen wir Allianzkrieg noch kaputter, als es sowieso schon ist. Wir werden die Champions erst relativ spät tatsächlich selber bekommen können. Ich glaube, Omega Red wird in der zweiten Septemberwoche verfügbar sein in den Kristallen und Emma Frost dann entweder in der dritten oder in der vierten. Ich werde das Update-Video in der Beschreibung verlinken, da könnt ihr das dann nochmal sehen, da könnt ihr dann auch bei Mike das erklären, also könnt ihr dem zuhören, wie er die Champions erklärt, das ist vielleicht sinnvoller, als wenn ich da Hanne vor mich hinbrabbel. Im Allgemeinen sind es zwei Champions, auf die ich mich nicht freue. Ich finde Champions wie Emma Frost, die einfach Bullshit-Verteidiger sind, hauptsächlich nervig. Ich finde es unnötig und macht das Spiel kaputt. Omega Red ist ein Charakter, den niemand kennt. Da hätten sie deutlich spannendere Charaktere aus den Comics nehmen können. Vielleicht auch sollen. Ich werde irgendwann demnächst, wenn ich Zeit habe, mal ein Video dazu machen, welche Charaktere ich gerne im Spiel sehen würde. Und da wäre, also auf der Liste wäre Omega Red auf jeden Fall nicht. Er wurde allerdings angeteased in dem Bishop-Event, falls ihr das noch wisst, da hatten wir im Hintergrund so eine Karte mit ganz vielen Mutanten drauf und da war Omega Red auch drauf, also es war abzusehen, dass er tatsächlich kommt. Und als es hieß, dass Mutanten kommen, dann hatte man den auch schon im Blick.
Ja, in 2 Tagen kommt das Event. Wenn das Event draußen ist und wir einen spannenden Kampf gegen Emma Frost und oder Omega Red haben, dann werde ich dazu ein Video machen. Falls beide super einfach zu besiegen sind, dann werde ich mir das sparen. Dann könnt ihr das natürlich dann auch selber machen. Bis dahin sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video. Ihr seid Spitze und ich hoffe, dass meine Videos irgendwie irgendjemand helfen. Haut rein, Leute.